Moin, mein Freund, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Kress Garage. Ich bin diesmal zum BTM-Lauf gefahren, werde mich mit Jörg unterhalten. Der fährt hier in der Rookie-Klasse mit, eine Klasse, in der ich ja auch angefangen habe. Wir werden so ein bisschen über den aktuellen Stand in dieser Klasse reden, was er sonst noch so fährt und was wir schöne andere Projekte haben. Ich sag nur RCAG, also viel Spaß mit diesem Video. So Jörg, wir kennen uns ja schon ein bisschen, hab dich gerade so ein bisschen gefilmt. Trotzdem, ja. Wo sind wir heute und was für eine Klasse fährst du mit? Oh Gott, ja, wir sind heute beim MRC Marzahner Racing Club, dritter BTM-Lauf 2024. Ich fahre eine Rookie-Klasse, bin zurzeit gerade auf dem dritten. Andere Strecke, andere Streckenverhältnisse, ist wesentlich anspruchsvoller, die Strecke wesentlich anspruchsvoller im Lenken. In der Fahrzeugabstimmung sind Hubbel drin, sind Kanten drin, Grasnarbe, alles da. Also ich bin froh, wenn mein Auto heute heile bleibt. Okay. Und großer Unterschied zu Bernau auf jeden Fall, die ja sehr glatt, sehr weitläufig ist. Bernau ist sehr entspannt, gerade in der Rookie-Klasse mit dem Motor und der Untersetzung ist das ja doch ein bisschen sehr gemütlich. Man kann da auf der Geraden erstmal Nickerchen machen oder Kaffee trinken. Nee, so ein ganzes Stück nachdenken. Nicht, ich habe festgestellt, man kann nachdenken, was man macht. Man hat Zeit zum Nachdenken, hat man hier nicht. Hat man Zeit, wenn man auf dem Rasen sitzt und wartet, bis der Helfer kommt und einem vom Rasen holt. Aber das ist schon was anderes. Aber ansonsten, mit wie vielen Startern seid ihr jetzt hier heute? Fünf Starter sind wir. Also ist eigentlich schon ein ganz nettes Feld so, ne? Ja, das macht Spaß. Also gerade weil die Strecke auch ziemlich eng ist. Also so, ich glaube 2,50 Meter oder so hat es dann nur Breite. Das ist dann schon, da wird es knuffig. Ja. Wir haben jetzt drei Qualis schon gefahren und ich glaube zwei Finalläufe. Wo stehst du aktuell? Dritter Platz. Dritter Platz? Also zweimal Dritter gemacht und damit. Denke ich mal, wenn ich jetzt mich nicht ganz von der Strecke schieße. Dann wechseln die sich da vorne denn so ein bisschen vor dir ab oder auch bei dem Gleichgewicht? Ja. Nee, das ist immer zwischen Martin und Juri geht es da hin und her. Okay. Und dann, ja. Und für dich, Bernau, ja ein recht großes, also schöner Erfolg schon mal nach für die Zeit, dass du eingestiegen bist. War klasse, definitiv. Das hat super Spaß gemacht. Und heute bin ich auch mit dem dritten zufrieden. Ich wäre auch mit dem vierten oder fünften zufrieden. Das macht einfach Spaß. Also, dabei sein ist es wieder ein bisschen reinkommen, Erfahrung sammeln. Strecke kennenlernen und dann geht's los. Hast du alle drei BTM-Läufe bis jetzt mitgemacht? Ja. Und schaffst du es zeitlich auch die nächsten fünf, die noch anstehen, sozusagen mitzufahren? Oh, das weiß ich nicht, aber ich hoffe mal ja. Mhm. Also geplant ist es. Ja. Nächste Woche erstmal wieder Tamir und dann wieder BTM in Bernau. Ja. Tamir bist du ja auch gefahren in Bernau. Wie war es da für dich? Nee, Tamir bin ich da nicht. Da warst du nicht. Ja, nee. Nicht da. Ja. Also ist jetzt sozusagen der zweite Tamir-Lauf nochmal. Ja. Dann nächste Woche der zweite Tamir-Lauf, genau. Ja, Stock und Truck. Und Truck, ja, sehr cool, sehr cool. jetzt hast du natürlich zwei verschiedene Rookie-Klassen, testest du gerade so ein bisschen. Ja. Welche würdest du denn sagen, ist denn wirklich ein bisschen mehr was für Rookies? Stock. Stock ist nicht ganz so, so eine Materialschlacht. Ja. Also Stock ist halt schon wirklich. Da gibt es keine Unterschiede zwischen den Chassis. Also hier ist es ja, welches Chassis fährt man und so weiter und so fort. Da ist dann schon zu merken. Man merkt auch, wenn man ein Chassis gut abgestimmt hat, kann es auch ein billiges sein. Ja. Was auch bei Tamir ist, alles TT02. Punkt. Ja. Das macht mehr Spaß. Also das ist schon wirklich. Kann man sich mehr Tipps geben untereinander. Hier ist es dann so, welches Auto fährst du, wo habe ich keine Ahnung von. Ne, das ist dann schon eher, dass man so, die Tipps, auf die man angewiesen ist, leider nicht kriegt, weil die anderen das Chassis nicht kennen. Das ist schade. Wir haben noch ein Projekt mit der Schul AG, da haben uns ja auch schon einige zusammen gesehen. Was ist da aktueller Stand? Also aktuell, also wir haben jede Menge Zeug durch die Spendenaktion auf Facebook gekriegt. Da muss ich mich mal in einer ruhigen Minute hinsetzen und Empfänger, Sender, Paaren gucken, was funktioniert nicht, zusammenstellen. Und dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen werden wir ja erstmal ein bisschen basteln und ein bisschen uns Strecke überlegen, wie die Streckenführung sein soll. Und spätestens nach den Sommerferien geht es dann komplett los. Schauen wir mal. Ich freue mich auch schon drauf. Da kommen ja noch ein paar Siegpässe dazu, die jetzt noch gar nichts von der AG wissen. Ja. Mal schauen, wie es da dann Anfang findet. Ja. Ja, sehr cool. Ich wünsche dir heute noch sehr viel Erfolg, sehr viel Spaß. Und wir sehen uns, ich hoffe, beim Tamir Cup dann in Auf der Truckklasse. Danke dir.
Bevor wir aber zur Truckklasse wechseln, gehen wir hier nochmal mit auf die Rennstrecke und gucken uns mal so einen Lauf hier so ein bisschen aus der Rookie-Klasse an. Also, wie Jörg schon gesagt hat, 5 Starter gibt es. Jörg startet aktuell vom Platz 2. Wir sind schon in den Finalläufen drin. Das heißt, die Fahrer sind auf Position und da ging es auch schon los. Jörg ist ganz gut weggekommen, immer noch auf 2. Der vordere Mann kommt gut zurück und hinter ihm stecken sie alle und warten und lauern, dass er einen Fehler macht, damit sie vorbeikommen. Recht enges Feld, recht enge Strecke auf jeden Fall auch. Hier seht ihr sehr viel Rasen, sehr viel Kurven. Hier ist es sehr schwer, eine schöne, gute Linie zu kriegen, weil es einfach ein bisschen hoch und runter geht. Die ganze Strecke immer so ein bisschen huckelt. Marzahn hat jetzt hier gerade noch mal ein bisschen was gemacht. Also auch gerade so ein paar Stellen wurden noch mal ausgebessert, um es ein bisschen zu verbessern. Jetzt sind wir hier bei den hinteren. Da sehen wir einen, was ist das, ein Scirocco. Ich glaube VW Scirocco. Auf jeden Fall alles TT02 Chassis. Gar nicht TT02 Chassis. Hier ist ja die Ruby-Klasse. Hier kann man halt theoretisch fahren, was man möchte. Einziger Limiter ist der JustTorque-Motor 21.5. Das ist die einzige Vorgabe und eine Übersetzung von maximal, weiß ich gerade gar nicht, 0,6, glaube ich, darf man hier fahren. Ansonsten kann man sich alles holen, was man möchte. Und das heißt, man kann auch schon recht viel Geld ausgeben in dieser Klasse. Wir kommen nachher nochmal auf sein neues SNNC-Chassis zu sprechen und an Elektronik. Aber ja, wir gucken uns erstmal hier an, was noch für andere Fahrer unterwegs sind. Hier sind auch schon teilweise die recht schnellen Karosserien unterwegs. Bohr Racing macht da ganz tolle Karosserien. Die Wolverine ist gerade ganz angesagt. Hier ist alles frei. Hier sind, glaube ich, sogar Reifen frei. Das heißt, eigentlich kann man sich hier holen, was man möchte. Aber es ist doch schon ein bisschen, man muss schon Geld investieren. Ich sag mal, mit so einem Set hier gut mitzufahren, liegt man so bei 500, 600 Euro, wenn man es sich ganz neu anschaffen möchte. Hier haben wir nochmal den Jörg. Er fährt ja eine neue Karosserie, hat auch selber, ui, da kommt er ein bisschen vom Rasen ab. Da sind die Hinterräder durchgedreht. Oder da kommt er von der Strecke ab auf dem Rasen. Der hat sich eine Karosserie selber lackiert, mit Airbrush so ein bisschen gemacht. Sieht ganz cool aus, so ein bisschen neongrüne Flammen drauf. Ein bisschen so ein schöner Devil Rider, ansonsten sehr schwarz. Die Karosserie ist natürlich auf Asphalt teilweise ein bisschen schwerer zu erkennen. Hier geht es eigentlich noch, aber man sollte eigentlich immer versuchen, so ein bisschen grelle, helle Farben zu nehmen, damit man seinen Wagen auf jeden Fall gut sieht. Und ja, hier fährt er schön die Runden. Ich weiß gerade nicht, wo er platziert ist. Aber wir springen jetzt mal ins Fahrerlager gleich. Ui, da crasht er nochmal. Muss ich nochmal drehen, hat auf jeden Fall einen Platz verloren. Wir springen mal ins Fahrerlager und gucken uns mal den SNRC an. SNRC ist ein recht gutes Einsteigermodell. Gibt es, sage ich mal, in der einfachsten Ausbaustufe schon für 100 Euro. Hat dann halt nur das Chassis als Roller, da muss man sich noch die Elektronik dazu holen. Jörg benutzt sie jetzt in Low-Profile-Servo und ein Low-Profile-Akku auch. Ziemlich cool, hat noch an den Dämpfern was gemacht, hat vorne ziemlich viel verbaut. Ja, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, drückt die Glocke, drückt den Abo-Button. Ja, und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten drunter. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Ansonsten, ciao und tschüss, bis bald, euer Chris.